erklärt von den Simple Maths. In diesem Video lernt Jan, wie er eine Tangentengleichung aufstellen muss. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Es verläuft immer nach demselben Muster. Fangen wir mit ein paar Grundlagen an. Jan hat eine beliebige Funktion. Nimmt er jetzt einen beliebigen Punkt auf dieser Funktion, kann er dort eine Tangente anlegen. Das sieht dann so aus. Eine Tangente hat die Eigenschaft, dass ihre Steigung genauso groß ist wie die Steigung an dem Punkt der blauen Kurve. Sie berührt den Punkt also nur an dieser Stelle. Wir haben also gesehen, eine Tangente ist eine Gerade. Und die allgemeine Geradengleichung ist ja wie bekannt y gleich mx plus c. Eine Tangente ist also eine lineare Funktion. Das einzige, was Jan hier wissen muss, ist, dass m dasselbe ist wie f' von x. Denn wie wir es gerade in der Skizze gesehen haben, berührt die Tangente die Kurve nur in einem Punkt und hat dieselbe Steigung wie die Funktion in diesem Punkt. Deshalb brauchen wir die Ableitung. Gut, legen wir los. Jan hat Folgendes gegeben. F von x gleich x². Er will die Tangentengleichung an der Stelle x gleich 2 bestimmen. Außerdem kennt er die allgemeine Form einer linearen Gleichung. Y gleich mx plus c mit m gleich f' von x. Um jetzt die Tangentengleichung zu bestimmen, muss er die einzelnen Variablen von y gleich mx plus c herausfinden. Dabei geht er immer nach demselben Muster vor. Schritt 1. Den y-Wert ausrechnen. Jan weiß, y ist nichts anderes als f von x. Er weiß auch, dass f von x gleich x² ist und weiterhin hat er die Stelle x gleich 1 gegeben. Also muss er nur 1 in f von x einsetzen und erhält 1. Er weiß jetzt also, dass y gleich 1 ist. Schritt 2. M, also die Steigung der Tangente berechnen. Die Steigung ist nichts anderes als die Ableitung. Daher ist m gleich f' von x. X ist immer noch 1. Jan muss also die Ableitung von f von x bilden. Die ist nach den gelernten Regeln 2x. Jetzt setzt er die Stelle 1 in die Ableitung ein und erhält die Steigung 2. Er hält fest, m gleich 2. Schritt 3. C ausrechnen. Jan hat jetzt durch seine Berechnungen Folgendes erhalten. Y ist 1, m ist 2 und die Stelle x ist 1. Außerdem hat er weiterhin y gleich mx plus c. Jetzt setzt er einfach 1 für y ein, 2 für m und für x 1. Daraus ergibt sich die Gleichung 1 gleich 2 mal 1 plus c. Jetzt muss Jan nach c auflösen. Erstmal 1 mal 2 ist 2, dann die 2 auf die andere Seite bringen. Daraus folgt, dass c gleich minus 1 ist. Jan muss alles richtig in die Geradengleichung einsetzen. Dabei bleibt x und y variabel. Er setzt also nur m gleich 2 und c gleich minus 1 ein und hat als Tangente y gleich 2x minus 1. Wie gesagt, y und x bleiben bei der Tangentengleichung variabel. Wir wiederholen das nochmal und halten Folgendes fest. Um eine Tangentengleichung zu bestimmen, muss Jan nach folgendem Prinzip vorgehen. Zuerst berechnet er den y-Wert mit f von x. Danach berechnet er m mithilfe der Ableitung. Dann setzt er die gegebenen Werte in y gleich mx plus c ein und löst nach c auf. Und zuletzt muss Jan noch alles in der richtigen Form aufschreiben. Dabei setzt er m und c ein und lässt y und x variabel. Mit nur drei einfachen Schritten kann Jan jetzt die Tangentengleichung einer Tangente an einem Punkt x einer Funktion bestimmen. Dazu braucht er nur die simple Formel y gleich mx plus c. Habt ihr noch weitere Fragen zur Ableitung oder anderen Themen der Mathematik, besucht uns auf unserer Website, schaut euch die Videos an und abonniert unseren Kanal, damit ihr immer auf dem neuesten Stand der abiturrelevanten Themen seid. Viel Spaß!